Konfuzer, ja, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer weiteren tollen Folge vom realen Irrsinn. Die ist auch wieder vorgeschlagen worden von unserem Schildi. Und die schaue ich mir ganz gerne an, weil ich kenne die Stadt auch persönlich. War ich schon da? Ich bin auch, hab sie auch gesehen. Also das, was wir jetzt gleich als erstes sehen. Aber gefahren bin ich damit noch nicht. Aber es geht dabei nicht um die Hängebahn von Wuppertal, sondern es geht um die Klagemauer von Wuppertal. Was es damit auf sich hat, das werden wir uns jetzt zusammen ansehen. Wir wechseln mal rüber in den Bereich mit dem Bildschirm, genau, so. Und wir schauen uns mal zusammen an. Wie gesagt, das ist eine Folge vom Schildi und wir schauen uns das zusammen an. Die Stadt Wuppertal hat eine neue Attraktion. Diese Mauer. Am neu gestalteten Bahnhofsvorplatz hat eine Firma feinsten Kalkstein aus dem bayerischen Jura verbaut. Geht das jetzt nur mir so oder waren da Löcher drin? War da nicht genug Stein da oder was? Deswegen haben sie gedacht, okay, wir schieben das auseinander. Oder soll das moderne Kunst sein? Ich weiß, über Kunst kann man streiten oder auch nicht. Und Kunst liegt immer im Auge des Betrachters, aber... okay. Zuerst war man begeistert, doch bei genauem Hinsehen erkennt auch der Laie... Je näher man nur an die Mauer herantritt, je mehr erkennt man noch den einen oder anderen Mangel. Ja, gut, wo gemauert wird, da gibt es Abbruch. Ja, der Stein ist nicht gut verarbeitet. Also... Die Optik sieht gut aus. Okay, von vorne. Aber da sind lauter Bröckel. Das heißt, spätestens in ein paar Wochen ist das ganze Zeug weg. Ja. Schlechter Stein. Da kann der ein oder andere Fehler doch mal passieren. Also. Wobei, Sand, es ist ja Sandstein. Sandstein ist ja sowieso sehr porös. Ich denke mal, dass es daher kommt. Das Problem, was ich jetzt aber sehe, das liegt ja jetzt unten am Boden. Wenn das von oben runterfällt und es geht gerade unten einer durch, Schutzhelm anziehen. Also falsch rum eingebaut, nicht die Lage nach unten, sondern die Lage nach oben gedreht, sodass hier Wasser reinkommt. Naja gut, das sieht wirklich nur der Fachmann. Dann keine Mauerabdeckung hier oben drauf, das Material ist nicht frostsicher. Ach was? Ach, das ist doch alles egal. Hauptsache es ist dran und man hat das Geld dafür kassiert. Ich hatte gestern hatte ich ich war unterwegs und da habe ich einen Podcast gehört und da ging es um das Handwerk und da einer von den Podcast-Teilnehmerinnen meinte dann, ja, sie kennt das, es läuft ja heute so, wenn das ausgeschrieben wird, dann nimmt man immer den günstigsten. Nicht den, der reale Preise macht, nein, man nimmt den günstigsten. So, und am Ende zahlt man dann das Dreifache von dem, was er aufgeschrieben hat, weil er weiß natürlich im Vorfeld schon, dass die Reise, die er aufschreibt, nicht der Tatsache entspricht. Nehmt realistische Preise. Handwerk soll bezahlt werden. Und ein Handwerker, der ordentlich bezahlt wird, liefert auch ordentliche Arbeit ab. Und zwar zu dem Preis, den er euch genannt hat. Es bringt euch nichts, wenn er schreibt, die Stunde kostet bei mir 1,50 €. Und am Ende stellt er fest, ja, ich habe aber ja nicht gesagt, dass ich drei Leute mitbringe. Das sind natürlich dreimal 1,50 €. Soll so kalte Winter haben wir ja eh nicht mehr. Falsch verarbeitet mit Spannschrauben, sodass der Stein Druck bekommt. Ja. Ja, und dann sind auch noch die Tauben drauf. Die machen natürlich auch ihr Gewicht. Haben natürlich auch ihr Gewicht. Die machen nicht ihr Gewicht, die haben ihr Gewicht. Ja, die Tauben haben ihr Gewicht und dann machen die auch noch was auf den Stein drauf. Das sorgt noch zusätzlich für Schaden. Und am Ende hat man dann wäre man besser gefahren, man hätte keinen Stein hingesetzt. Ja, aber die Farbe ist außergewöhnlich schön. Und es ist säureempfindlich. Sprich, die schöne gelbe Farbe, die wird mit der Zeit grau werden. Wow! Okay, chemische Reaktion, klar, sollte ich wissen. Ich komme nicht aus der Branche, also aus der chemischen Branche meine ich jetzt. Aber okay, also dass der Stein in dem Punkt so reagiert, das wusste ich jetzt nicht.
Na schön, es ist also doch so einiges schiefgelaufen. Und weil sich der Steinmetz auch an die FDP gewandt hat, haben die 2018 sicherheitshalber mal bei der Stadt nachgefragt. Ja, und da kam dann garantiert heraus, dass das, was da passiert ist, eigentlich gar nicht so gewollt war. Ob die Mauer richtig errichtet wurde und ob der richtige Stein verwendet wurde. Die Antwort der Verwaltung war ganz klar ja. Aber weil... Ja, aber es war doch nicht der richtige Stein, weil man hat sich vorher nicht richtig informiert. Dann kann das auch nicht der richtige Stein sein, genau. Weil die Mauer nun mal so aussieht, wie sie aussieht, hat die Stadt anderthalb Jahre später doch lieber ein Gutachten in Auftrag gegeben. Und siehe da... Das Gutachten sagt... bescheidener Stein. Hättet ihr nicht nehmen sollen, hättet ihr mal vorher drauf geguckt. Da hättet ihr viel Geld gespart, das ihr jetzt doppelt und dreifach ausgeben müsst. Da sind wir wieder bei der günstigsten Ausschreibung. Es ist nicht auszuschließen, dass durch das Eindringen von Feuchtigkeit und durch Frieren, also durch Frosttemperaturen, es zu Abplatzungen im Stein kommen kann. Was natürlich angesichts der Höhe der Mauer, wir reden also über bis zu 7 Metern Höhe, ein Problem werden kann, wenn da drunter jemand langläuft. Genau, das habe ich vorhin schon gesagt. Und ein Schelm, der jetzt Böses denkt, weil sie bei dem Baudezernenten nicht dahinter geschrieben haben, aus welcher Partei er kommt. Ja. Ich würde mich jetzt kringelnd vorlachen, wenn er aus der FDP kommt. Genau, wenn hier jemand langläuft und ausgerechnet in dem Moment löst sich ein Stein, ja, das könnte dann vielleicht wehtun. Dann würde ich die Stadt verklagen, ist doch klar. Dann. Ja, das ist klar. Vor allen Dingen, habt ihr gesehen, was da für ein Laden drin ist? Jetzt seht ihr es gerade nochmal. Ein Teddy. Da gehen doch ständig Leute rein und raus. So, alleine durch die Bewegung der Tür wird das Gesamte in Vibration versetzt. Auch wenn es vielleicht nur Mikrovibrationen sind. Aber das sorgt dafür, dass der Stein oben noch mehr beansprucht wird. Also, ja. Man müsste die Stadt jetzt noch jedem, der hierher muss, einen Helm zur Verfügung stellen, wa? Ja. Meine Worte. Vorragende Idee, aber stattdessen wird ein riesiges Netz über die gesamte Mauer gespannt und fürs gute Aussehen sorgen statt der Steine Plakate. Toll. Ja, das ist eine sehr tolle Idee. Das sieht bestimmt super aus und hätte man vorher auch noch günstiger haben können. Verschandelt das Bild, ne? Die Fassade sieht sowieso schon nicht gut aus. Da hätte man sich was Besseres einfallen lassen können. Und jetzt noch die Netze davor. Wuppertal wird immer schäbiger. Da haben sie Scheiße gebaut. Also die Frau hat es ganz massivst auf den Punkt gebracht. Ingenieure. Die Studierten. Ja, prob. Ja, also wie gesagt, die Dame hat es massivst auf den Punkt gebracht. Und ja, solange solche Sachen passieren, geht uns der Realist nicht aus. Bieren geht über Studieren, aber die kaputten und falsch eingebauten Mauersteine sind ja immer noch da und müssen irgendwie ersetzt werden. Die bisherigen Kostenschätzungen gehen so von 7 bis 8 Millionen Euro aus. Uff, das ist eine Menge Kies. Unser Vorschlag, die Wuppertaler Bröckelmauersteinchen einfach als Souvenir verkaufen. Das funktioniert in Berlin schließlich auch. Ja, genau, die Steine habe ich auch gesehen, als ich in Berlin war. Da funktioniert es. Wobei, man muss dazu sagen, die Mauersteine, die da verkauft werden, sollen zertifiziert sein, sollen aus der echten Mauer stammen. Und wenn das der Fall ist, dann ist es ja was Historisches. Okay, gut, soweit so gut. Aber wenn das nicht der Fall ist, und in Wuppertal ist das ja auch nichts Historisches, da würde ich kein Geld für ausgeben. Nee. Ich würde der Stadt für ihren Blödsinn ja nicht auch noch Geld in den Hals schmeißen. Gut, aber auch hier machen wir natürlich wie immer das Ganze. Wir geben ein Like. Abonnieren brauchen wir nicht, haben wir ja schon vor einiger Zeit gemacht. So, das heißt also, wir wechseln jetzt in den Chatting-Bereich. So, natürlich auch gilt hier wieder, wenn euch die Sendung gefallen hat, Däumchen hoch. Und von mir schon mal ein Dankeschön an den Schildi für diese tolle Folge. Ich fand sie amüsant und konnte wieder viel dazu sagen. Natürlich wäre es schön, wenn ihr ein Abo dalasst. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, die Glocke aktiviert. Tut alles nicht weh. Und ist sehr schön, wenn ihr das tun würdet.
Unten in der Videobeschreibung ist auch das Originalvideo verlinkt. Da könnt ihr dann rüber zu den Kollegen von Extra 3 gehen und denen auch ein Like und ein Abo dalassen. Und wenn ihr sowieso da unten gerade unterwegs seid, wenn ihr Anregungen, Kritik, Vorschläge habt, was wir reacten können oder sonst irgendwas loswerden wollt zu diesem Kanal, dann bitte unten in die Kommentare, damit ich reagiere auf jeden Kommentar. Freue mich schon darauf. Und sage euch von meiner Seite aus für diese Woche tschüss, eure Josie.